Wir sind heute unterwegs mit einem Ausflugsschiff und zwar in Dresden mit der MS August der Starke und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und wir schauen erstmal auf die Seekarte und schauen uns an, wo wir heute unterwegs sein werden. Wir fahren also von der Dresdner Innenstadt aus bis zum Blauen Wunder und wieder zurück. Ausgangspunkt unserer Reise sind die Elbterrassen am Terrassenufer oberhalb der Augustusbrücke und hier seht ihr sie schon, unser Schiff heute mit dem Namen August der Starke, eines von zwei Schiffen dieser Bauart, die es hier gibt, die beiden Motorschiffe der Sächsischen Dampfschifffahrtsgesellschaft. Die anderen Schiffe sind alles Raddampfer, aber das ist hier eben eines von zwei modernen Schiffen und kommt in dem Fall hier jetzt auf der Stadtrundfahrt zu Wasser zum Einsatz. Ich habe mir jetzt hier einen Platz für uns im hinteren Bereich des hinteren Salons gesucht. Es gibt vier Bereiche, wo ihr drin sitzen könnt. Ich werde euch später auch noch ein bisschen mehr vom Schiff zeigen. Wir schauen uns jetzt aber erstmal das Ablegen hier aus Dresden an, denn dabei hat man gleich den schönsten Blick auf die Stadt. Ihr seht hier schon im Hintergrund zum Beispiel die Frauenkirche. Hier seht ihr auch das Schwesterschiff der August der Starke. Das ist die Gräfin Kosel, die ist also quasi baugleich. Und ansonsten eben, wie hier zum Beispiel die Pillnitz, alle anderen Schiffe, das sind die klassischen historischen Raddampfer. Die Pillnitz, einer der größeren. Stadt Dresden und Stadt Leipzig sind die beiden größten, die waren hier noch im Einsatz. Und die kleineren, wie hier die Stadt Wehlen zum Beispiel, die waren hier eben wegen der Nebensaison schon nicht mehr im Einsatz. Hier seht ihr die Elbe Princess, das ist ein Flusskreuzfahrtschiff, auch mit Schaufelradantrieb von Croisy Europe. Man hat hier den Schaufelradantrieb gewählt, weil man dadurch weniger Tiefgang hat und da die Elbe sehr oft Probleme mit Niedrigwasser hat, ist das hier tatsächlich trotz der viel geringeren Wirkung und Effektivität sinnvoll, den Schaufelradantrieb zu wählen. Danach ein Schiff von Viking River Cruises, das noch mit konventionellem Antrieb. Und hier seht ihr noch zwei der deutlich kleineren Raddampfer. Jetzt geht es hier ganz langsam und gemächlich unter der Albertbrücke hindurch, denn da ist nicht ganz so viel Platz, deswegen fahren wir hier wirklich vorsichtig. Diese Bogenbrücken sind immer eine große Herausforderung, gerade für große Schiffe und die MS August der Starke zählt hier wirklich zu den größten Schiffen, die auf der Elbe unterwegs sind. Das Wetter wurde auch noch besser, als wir dann hier zur berühmten Waldschlösschenbrücke gekommen sind. Diese Brücke war ja der Grund dafür, dass Dresden seine Auszeichnung als UNESCO-Welterbe verloren hat. Man kann es aber auch hier schon sehen, diese Brücke ist wirklich überhaupt nicht auffällig. Und das Ganze hat eigentlich in meinen Augen überhaupt keinen Sinn gemacht, da diesen Titel abzuerkennen. Diese Brücke stört in keinerlei Art und Weise den Blick, aber so ist das manchmal mit den Behörden, manchmal alles ein bisschen schwierig. Wir fahren noch ein Stück weiter bis zur berühmtesten Brücke von Dresden, nämlich der Loschwitzer Brücke und die ist vor allem unter ihrem Spitznamen bekannt, das ist nämlich das Blaue Wunder. War ursprünglich mal grün, man hat aber eine ziemlich billige Farbe verwendet und da hat das Sonnenlicht die grüne Farbe sofort zerstören. Übrig geblieben ist blau und deswegen ist die Brücke heute blau und auch eben als Blaues Wunder bekannt. Wir hatten uns jetzt hier für die kürzestmögliche Rundfahrt entschieden, die die Sächsische Dampfschifffahrtsgesellschaft anbietet. Die Stadtrundfahrt zu Wasser mit 90 Minuten und die führt eben hier bis zum Blauen Wunder. Und wieder zurück. Man kann auch zwischendrin aussteigen am Blauen Wunder und dann später zum Beispiel zurückfahren oder nur die halbe Strecke fahren. Wir sind aber gleich wieder zurückgefahren. Und jetzt wollen wir auch mal eine Runde drehen, so gut es geht, durch das Schiff. Wir sind also hier im oberen, hinteren Salon. Kommen jetzt hier in den Atriumsbereich. Ihr seht schon alles mit viel Glas. Auch wenn das Schiff schon 1994 gebaut wurde, doch alles sehr modern. Hier vorne gehen wir jetzt mal in den vorderen oberen Salon. Da habt ihr natürlich eine besonders schöne Aussicht durch die großen Panoramafenster nach vorne heraus über den Bug hinweg. Hier könnt ihr über diese Wendeltreppe auch in den vorderen unteren Salon gehen. Auch dort habt ihr noch mal einen tollen Ausblick. Dort befindet sich auch gleich eine Bar und auch hier eben die Möglichkeit, schön nach vorne rauszugucken. Kann man sich hier auch an die Bar setzen und den Blick über den Bug hinweg nach vorne heraus genießen.
Wir gehen weiter, kommen jetzt wieder ins Atrium, jetzt eben hier die untere Etage und schauen mal ganz kurz zum hinteren, unteren Salon. Das ist auch das Restaurant, war in diesem Fall jetzt geschlossen, deswegen kann ich es euch nicht ganz so gut zeigen. Ihr seht aber, von der Ausstattung sind eigentlich alle Salons gleich. Vom Atrium aus könnt ihr noch eine Treppe runtergehen und kommt dann zu den Toiletten. Und dann schauen wir uns noch die Außendecks an. Könnt ihr auch von beiden Decks nach draußen gehen und dann über Treppen hoch zum Sonnendeck kommen. Kann also hier auch einmal rundlaufen. Gibt viele Außenbereiche auf dem Schiff. Wir gehen jetzt einmal nach oben. Geht schon hier noch mit der nächsten Treppe. Kommen wir dann ganz nach oben. Und hier ist das richtige Sonnendeck dann. Auch nochmal mit einer Bar. Bis zur Brücke vor kommt ihr nicht, aber der hintere Teil kann als Sonnendeck genutzt werden. Und von dort aus kann man jetzt wieder runtergehen und hier im Heckbereich des Schiffes gibt es auch nochmal ein Außendeck. Hier keine Sitzmöglichkeiten, aber man kann sich hier auch aufhalten, zum Beispiel mal Fotos machen möchte oder ähnliches. Kann theoretisch auch zum Bordrestaurant runtergehen, das war ja aber wie gesagt geschlossen. Ich gehe wieder rein in den Salon, wo unser Sitzplatz war und dann geht es auch schon weiter. Wieder unter dem blauen Wunder hindurch und zurück Richtung Innenstadt von Dresden. Dabei haben wir jetzt auch den schönen Blick auf die Schlösser von Dresden. Hier gibt es nämlich gleich einige, die direkt hintereinander folgen. Ihr seht hier schon die Weinberge. Und da folgt dann gleich zunächst einmal hier, seht ihr den Turm im Hintergrund, das Schloss Eckberg. Ihr seht hier den Weinberg und im Hintergrund wieder ein Schloss. Das ist das Lingner Schloss. Und dann nochmal ein Stück dahinter folgt dann das Schloss Albrechtsberg. Die drei Schlösser liegen also wirklich direkt hintereinander und sind nochmal ein weiteres Highlight hier auf unserer kleinen Stadtrundfahrt auf der Elbe. An dieser Stelle vielleicht ein paar Worte zum Schiff selbst. Die August der Starke wurde 1994 gebaut und ist benannt nach dem sächsischen Kurfürsten und König von Polen August der Starken. Sie hat ein älteres Schiff mit dem gleichen Namen ersetzt und sie wurde im Mai 94 getauft. Das Schiff ist 75 Meter lang, 10,6 Meter breit und hat einen Tiefgang von maximal 95 cm und kommt eben hauptsächlich für die Stadtrundfahrten und Eventfahrten hier im Bereich von Dresden zum Einsatz. Für die längeren Linienfahrten kommen meistens die Raddampfer zum Einsatz. Es gibt wie gesagt noch das baugleiche Schwesterschiff, die Gräfin Kosel. Die hat also die gleichen Daten. Hier sind wir nochmal unter der Waldschlösschenbrücke hindurchgefahren. Man hat es wieder gesehen, dass diese Brücke wirklich sehr unauffällig ist eigentlich. Und hier geht es jetzt unter der Albertsbrücke hindurch. Danach haben wir schon gedreht und das letzte Stück zum Liegeplatz geht es dann rückwärts. Und dabei hat man dann noch einmal den tollen Blick auf das Zentrum von Dresden. Und ihr seht es ja auch, wir liegen hier wirklich sehr zentral. Und nach 90 Minuten war damit die Schifffahrt dann leider auch schon vorbei. Ich werde euch sicher in Zukunft aber auch mal eine längere Fahrt hier noch durch die sächsische Schweiz und dann auch mit dem Raddampfer zeigen können. Das war es damit auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.